Wie kann man nur Christ sein? Muslime beschäftigen im Blick auf Christen einige Fragen. Hier gibt es Kurzantworten auf 5 der Top-Fragen von Muslimen. Die Bibel ist verfälscht. Echt? Das würde ja bedeuten, dass Gott nicht auf seine Schriften aufpassen kann. Der Gott der Bibel hat aufschreiben lassen, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Übrigens, auch im Koran gibt es keinen einzigen Vers, der besagt, dass das Injil verfälscht sein soll. Gott ist nicht drei. Richtig, so etwas glaubt auch kein Christ. In der Bibel gibt es keinen einzigen Vers, der von drei Göttern spricht. Aber Gottes Wort lehrt, dass wir Menschen in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Wir Menschen haben einen Körper, eine Seele und einen Geist. Diese drei kann man nicht trennen und nicht vermischen. Somit sind wir Gott ähnlich, denn wir lernen schon in den ersten 3 Versen der Bibel von dreien: Gott, seinem Geist und seinem Wort. Gott, sein Geist und sein Wort kann man nicht voneinander trennen. Und auch nicht miteinander vermischen. So ist laut Bibel der einige Gott. Ihr macht einen Menschen zu Gott. Das geht gar nicht. Die Frage ist andersherum. Könnte Gott, wenn er will, als Mensch auf diese Erde kommen? Der allmächtige Gott der Bibel kann. Und das hat er bereits in den Heiligen Schriften der Juden angekündigt. Aber warum sollte er so etwas tun? Die Bibel lehrt, dass jeder einzelne Mensch gesündigt hat. Deshalb sind wir nicht gut genug vor Gott. Aber die Bibel lehrt auch, Gott ist Liebe. Wir sollen uns das so vorstellen. Gottes Wort ist zu uns gekommen, aber nicht als eine Botschaft oder ein Buch, sondern als eine Person. Weil nur Gott ohne Fehler ist, kann auch nur er uns aus unseren Fehlern retten. Deshalb hat er sein Wort, Jesus Christus, zu uns gesendet. Jesus wurde das Kurban, das Opferlamm für uns, wie Propheten das Jahrhunderte zuvor angekündigt hatten. Die Bibel sagt uns, unser Retter Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Jesus starb nicht am Kreuz. Sure 4, Vers 157 bis 158 wird von der Mehrheit der Muslime so verstanden, dass Jesus am Kreuz von Allah ausgetauscht wurde. Doch das ist nur eine von 6 traditionellen Auslegungsmöglichkeiten. Dazu noch die einzige, die im Widerspruch zu anderen Koranversen, zu den historischen Fakten und zur Bibel steht. Historisch waren sich Freund und Feind einig. Jesus starb am Kreuz. Das hat Gott durch den Propheten David auch schon 1000 Jahre zuvor angekündigt. Auch Jesus selbst hatte schon zuvor über seine Kreuzigung gesprochen. Und warum? Um dich und mich zu retten. Die Schuld ist bezahlt. Jesus ist nicht Gott. Gegen die biblische Lehre, dass in Jesus Gottes Wort als Person zu uns gekommen ist, werden eine Handvoll Bibelstellen ins Feld geführt. Hauptsächlich Markus 13, 32 und Johannes 17, Vers 3. Wenn man etwas nachforscht und den Kontext beachtet, merkt man schnell, dass die Bibel beides lehrt. Jesus war Mensch, aber auch völlig Gottes Wort. Er erschafft Leben, vollbringt Wunder, beherrscht die Naturgewalten, heilt alle Krankheiten, vergibt Sünden und weiß das Verborgene. Propheten haben gebetet, damit Gott Wunder tut. Jesus selbst spricht zu den Toten, ich sage dir, steh auf, und die Toten müssen ihm gehorchen und kommen zurück ins Leben. Hast du schon einmal Matthäus 8, Vers 1 bis 9, Vers 8 gelesen? Mach das mal.
Jesus besitzt göttliche Eigenschaften. Er ist ewig, perfekt, sündlos, allwissend, allgegenwärtig. Er ist der einzige Weg zum Vater. Er ist die Wahrheit und er ist das ewige Leben. Er ist der Erste und der Letzte. Schon allein die Tatsache, dass wir hier darüber diskutieren, ob Jesus Gott ist. Bei welchem anderen Menschen würden wir das überhaupt tun? Fakt ist, über Jesus gibt es weit mehr herauszufinden, als dass er einfach nur ein Prophet war. Und genau dazu möchte ich dich einladen. Quizfrage. Er heißt, wie nur Gott heißt. Er weiß, was nur Gott weiß. Er tut, was nur Gott tut. Er ist, wie nur Gott ist. Wer kann das sein?